Das war Ich noch erinnere mich Zeiten. noch, als Iron einen Scout in meiner Base hatte, meine Truppen auf ihm drauf standen und ihn nicht entdecken konnten. Ja, das, du kannst ja auch nur geradeaus gucken und nicht nach unten, wenn du auf mir drauf stehst. Aber es hat auch keinen gewundert, dass der Boden an dieser Stelle ein bisschen weicher war. Ja, also man braucht sehr viel Konzentrationskraft, ja, um nicht irgendwie einen Schmerzschrei Was auszugeben. wollen Sie? Alter, vielleicht spiele ich Rumänen. Gott sei Dank war auch kein Explosionskapazitäten Offizier bewacht. anwesend, der mit dem Kompass erstmal die Richtung eingestellt hat. Ach, die Karte ist das, wo wir gebumst wurden letztens. Oh. Das wird Ach, die, Warum? nee, die, an die kann ich mich erinnern, die habe ich euch Warum? geschickt. Das Die ist war unser lustig. besetztes Geil. Gebiet. Wir werden das ändern. Ich mag die Map Warum? Aus nicht. Nostalgie. Die ist Ich geil. mag die Map nicht, die Ja, Scheiße. wir erobern die Wenn jetzt er raus zurück. ist, ist super. Wir erobern die Karte Ich war einfach da zurück. letztens der Ami, Alter. Gar keinen Bock auf die Map gehabt. Hast du da bitte Ressourcen angestellt? Ja, sonst hättest du keine 600 Manpower, Pioniere zu Meister. allem. Pioniere nehmen Ziel ein. Ach nee, und ich bin schon wieder auf derselben Seite wie Iron. Das fängt mich Wo schon mal ist denn gut dein an. Problem? Keiner. Ach, Ja, jetzt muss ich spielen, Iron. Jetzt kann ich. nächste Runde ändere ich meinen Steam-Namen, da fällt es gar nicht auf. Sorgt für unsere Ehre, das gehört uns. Wir haben einen Dann neuen sagen Spieler, den alle, Scout. oh, dieser neue Schneller, Spieler, wir Opa müssen uns Schlepphoden, der beeilen. ist so gut. Nee, ich sag dann auch, dieser Opa Schlepphoden, da soll sich mal ins Knie ficken, Alter. Ja, ich werde mich jetzt umbenennen. Opas Schlepphoden. Ne, ohne S. Nur Opa Schlepphoden. Da ist mit Nachnamen. Pioniere hier. Wir nehmen das ein, ganz sicher. Der hohen Kobold ist schon vergeben. Wie der hohen Kobold ist Ja, schon das ist doch das Doktor. Doktor hohen Kobold, der hat mich so oft gerettet. Du spielst zu wenig Post-Skriptum, mein Freund. Da lernst du die krankesten Leute kennen. Zum Beispiel Linus. Lino, oh. Alle ziehen sich zurück, außer einer. Einer hält die Front auf. Einer bleibt bei jedem Oder der Rückzug. eine, der mit mir über Schach sich unterhalten hat und mich Robert genannt hat. Ja. Ja, Robert! genau so war das. Wir ziehen uns zurück, aber ich bin zu weit hinten. Okay, einer bleibt zurück und das lief jedes Mal so. Wir haben auch die Match verloren. Wir waren quasi nur auf dem Rückzug. Das ist halt echt so. Wer spawnt, bleibt zurück. Ja, wow. Der nächste, der Spot bleibt zurück. Ja. Ja, genau. Denke ich mir so, ja, warum sollte sich denn überhaupt einer spawnen? Och nein, die Russen. Die Russen kommen! Oh nee! Pioniertruppe in Bewegung! Ja, ist der Russe schon so nah? Wir müssen etwas bauen. Ist das ernsthaft ein Punkt im Punkt? Wie scheiße ist das denn? Ich fühle mich hier irgendwie verarscht. Deutschland. Wir kennen uns mit Unterdrückung aus. Wir haben da so Fachkräfte auch für ausgebildet. Deutsche Unterdrückungsfachkräfte. Okay, ich verlasse die Party. Such mir eine andere. Ich bin ja nicht erwünscht, ich merke das schon. So. Deutschland, unser Retreat. Design der Karte finde ich nicht so gut. Warum? Weil die Spezialsektoren in einem anderen Sektor drin sind. Ja.
Das ist aber interessant, weil du dann nämlich Dings machen musst. Du musst nämlich nicht nur den Spezialsektor sozusagen schützen, sondern alles. Weißt du, du wirst dazu gezwungen, auf einer breiteren Front anzugreifen. Stabil. Wie können wir helfen? Jawohl. Ein neuer Scharfschütze steht unter unserem Kommando. Wir bekommen neue G43-Gewehre. Aha. Ja. Wipe. Wir haben nun Zugang zu besseren Waffen und Soldaten. Bewegung, Pioniere! Immerhin gibt's ja ordentlich Rohstoffe. Alle Rohstoffe sind weg. Schnell, ein Scharfschütze ist eingetroffen. Wir stoppen hier. Wir verlieren Männer. Grenadiere, bereit. Feindlich kontrollierte Region. Jetzt fuck mich so ein. Drei Millionen paar PP Shark Maschinenpistolen, ja, alles klar. Hurra! Ah, ich hab was. Ich hab nicht aufgepasst. Hab was ineffizient gemacht. Also beim Kämpfen ist jetzt nicht fatal, aber. Es sind schon die ersten Anzeichen von Schwäche. Ein Fahrzeug ist eingetroffen. Guter Platz für eine Pause. Und du weißt ja, Verluste sollte man vermeiden. Und ich habe 4 Mann verloren. Von meinem Squad. Also nicht den Squad, aber 4 Mann. Wie können wir helfen? Alter, ich werde von jedem ersten Schuss unterdrückt, Alter. Ja, wenn du beschossen. Überleg mal, wenn du beschossen wirst, würdest du dann einfach stehen bleiben oder würdest du auch rumlaufen? Muss man aber wirklich sagen, und zwar also mit der Wurde verbessert. Können die Deutschen wirklich auf große Distanz kämpfen, was aber mehr geil ist. Da kommt Partisan. Ein oder zwei. Was ist los? Oh kacke, jetzt wirkt das MG. Das ist sein Vater, Unterdrückung. Ne, das ist schon immer. Das sind diese Siberian Sniper oder so heißen die. Ja, ich weiß. Die Hosen sind okay. Sind sie wirklich? Der Feind erobert unser Gebiet. Ja, läuft nicht bei uns. Wer ist dafür, einen Bunker zu bauen? Oh, Maschinengewehr. Drrr. Oh Scheiße, bin ich aufgepasst. Ach, Iron, was tust du denn da? Wir haben einen schweren MG-Trupp verloren. Zieh mich zurück! Die Infanterie greift uns an! Oh, da ist ein Bunker! Ich bin soweit! Wer ist denn neben mir? Der könnte gerne mal was für meine Flanke tun. Fuchs ist gleich zwischen euch. Fuchs sind mit der. Ist eingetroffen. Ja.
Stellung verlassen! Boah, wie viel das wieder ist an Bus. Gut, das sind nur Partisanen, immerhin. Da hast du Überlebenschancen. Pioniere zu allem bereit. Der Schwerwagen ist eingetroffen. Pioniere ziehen sich zurück. Kommt jetzt schon die Katjuscha? Oh, Scheiße. Ja. So, jetzt die trifft ja immerhin nichts. Klon, ich schick dir was gegen den T-60. Night Tank. Voll, voll. Nein, warum schmeißen die nicht darüber? Die Leute rüberschmissen. Sind unter Beschuss. Stopp. Ich brauch eine Sichtlinie. Du musst mal hier die Wand wegspringen, das ist wäre. Jetzt aber. Ja. Perfekt. Ich wusste nicht, dass die Wand ist zu hoch dafür. Man sieht ja auch nicht über die Wand drüber, das heißt die Leute hier vorne im Haus. Die. Warte. Normale Granaten, glaube ich, drüber schmeißen. Ja, normale Granaten gehen drüber. Zack, Fall. Boah, was ist das denn, AT-70? Scheiße. Kann mir jemand... Also ich... Meine Freund ist zu groß, ich kann jetzt nicht alles im Auge behalten, nur als Information. Ihr müsst bei mir ein bisschen gucken und dann pingen, sondern... Ja, mach ich. Ich schick auch mal einen Trupp zu dir rüber, der so ein bisschen in der Flanke hilft. Oh. Okay, warte, ich brauche. Brauch das erstmal doch noch selber. Shit, ich hab vergeben. Nee, ich brauch keine Aufklärung. Ja, ich wollte Aufklärung, danke. Ich bräuchte Aufklärung, was ich mir für eine Krütze zusammenspiele. Kann das einer aufklären? Ja, meine Diagnose. Scheiße. Diagnose. In verschiedenen Scheiße. Geschmacksrichtungen, ja. Ja, da kennt sich. Da kennt sich Claude mit aus. Ja, jetzt kennt sich Claude mit sowas aus. Aber die sind auch einfach gut. Ja, das war scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, kann ich nur empfehlen. Mega. Aber es kommen dafür ein paar Partisanen-Spam. Wie gut, dass ich schneller fahre als die rennen. Uiuiui. Warte. Ein Sturmgeschütz ist bereit zum Einsatz. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Du blobst da ziemlich hart. Ich weiß. Achso, ja, die waren refreshen. Das ist mein Rückzugspunkt. Danke. Okay. Oh ja, was ist da denn? Ja, da kommt auch direkt die Katjuscha, aber die. Ja, hat er voll reingeorgelt. Ey, Claude, schau mich anzuschießen. Die gute Go. Stück 3 bereit zum Einsatz. Go, genau, das ist der Win. Ich warte dich nur einmal. Ich steck dir hier eine Flak-Halbkette runter. Brauchst du nicht, guck über in der Mitte. Da passiert bis jetzt nicht viel. Doch, da sind T-70-Panzer aufgetaucht. Achso, da ja. An der Flanke ist kein Problem, da habe ich jetzt schweres Gerät am Rollen. Gut. Das krieg ich geregelt. Ey, jetzt schießt er mit dem Mörser noch dahin. Das ist kein Mörser, das ist der Wind! Ach, das ist der Wind, achso, ja dann. Dann tut's mir leid.
warne dich nur noch einmal. Den Wind? Ja. Letzte Warnung. War das. Da war's, war der Panzer. Nein, jetzt würde ich das tun. Ich habe ein bisschen Liebe für dich. Dein Ernst, du schießt sogar jetzt auf. Hatten wir nicht eigentlich mal eine Regel, dass man nur zwei oder zwei Katyushas hat, ne? Drei Katyushas, zwei Granatwerfer. Gibt's doch die Regel? Ja, immer. Ist die Regel? Ja. Gut, dass es mir sagt. Wie das weiß eigentlich jeder. Drei Katyushas, zwei Mörser. Das weiß eigentlich nicht jeder, weil ich mit euch nicht so viel spiele. In letzter Zeit sehr viel, Kinder. Ich wollte es auch gerade sagen, weil ich wusste, ist nicht schlimm, jetzt wisst ihr es. Zwei Mörser, drei Katyushas. Die muss sein, ansonsten ist das viel zu viel. Ja, jetzt habe ich zwei Katyushas gebaut, deswegen. Ja, ist okay, eine darfst du ja noch bauen. Du darfst drei haben. Uff. Meinetwegen, lass die in der Base stehen, die übrig sind, aber das kostet nicht unterhalten. Die schicke ich einfach jetzt rein. Ja, mir ist wurscht. Ich bin dafür, dass wir jeder eine haben. Das ist zu wenig. Jungs. Ja, ich bin dafür, dass jeder nur eine Artillerie haben darf. Das ist viel zu wenig. Nee, wie viel war das? Artillerie ist für mich die mit Key in diesem Spiel. Wenn ich auf eine begrenzt bin, kann ich nicht mehr arbeiten. Doch, das geht easy. Mm-mm. Nein, ich meinte jeder da. Ist das nicht genug? Es ist man kann ich auch nicht. Ich spiele infanterielastig. Leute. Panzer sind rein, ja. Unterstützungswaffe. Wir dürfen noch drei Katyushas haben, ne? Jeder auch von euch. Drei. Achso. Ja. 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 Also ihr habt noch genug, um gesenkt zu bauen. Jeder darf drei Katyushas haben und zwei Granatwerfer. Oder bei den Briten einen Mörserbunker und bei den Deutschen zwei Infanteriegeschütze. Das haben wir schon vor, was weiß ich, wie langer Zeit ausgeknüllt, wie wir das machen. Ist halt einfach schon ewig. Ist halt wirklich so. Ansonsten wird der Arti-Spam zu groß. Ja. Wir haben einen neuen Grenadiertrupp. Große Fabrik. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Oh. Was denn? Nix. Ich treffe nur. Da kommen die Tank Rider. Brauchst du Hilfe? Nö, ich habe ein Sturmgeschütz. Okay, gut. Ja, ich wusste nicht, dass es so. Wir waren angegriffen. SU-76. Ja, heul doch, ey. Brett. Hat da gerade noch jemand so ganz leichte Vietnam-Flashbacks? Nee. Nein. Ich hab grad Vorrück-Flashbacks. Ich rücke tatsächlich vor, ich glaube selber nicht, aber okay. Ey, das MG bleibt hier! Das wollte ich mir noch genauer angucken.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, was denn? Meinte Rego. Oh, wo ist denn der Schuss hingeflogen? Ich finde das gar einfach nicht so geil, weil ich einfach nichts gegen Panzer aufräumen kann. Ich find's gut, endlich mal kann ich gegen Russen spielen. Ja, ich kann auch kein Russe sein. Ich kann nicht Russe. Da muss man nichts können. Aber. Ja, ist ja echt so. Also, ist auch schon. Nee, du spammst einfach nur deine Einheiten raus und das war's. Dann gewinnst du schon. Danke! Ja. Also. Du spammst deine Einheiten und dann gewinnst du. Ja, schaut nicht so aus. Der grad nicht. Die Lage kann sich minütlich ändern. An der Frontlinie. Die Ostfront, die ist unberechenbar. Da kann alles passieren, ne? Wie wir aus Heu wissen. Ja. Also der Russe macht das schon nicht schlecht. Der geht's noch weiter? Sonntag, 14 Uhr, über 4 Zeiten. Ja, okay. Ja. Wenn nicht sonntags gespielt wird, dann schreibe ich allen drüber. Und suche dann Termine. Alter, was kommt da? Zu Hilfe! Was denn die Pack? Oder was? Oh. Ja, da, Los, Feuer konzentrieren, Feuerunterdrückung. Feuerüberlegenheit, ich will Feuerüberlegenheit. Stuka bereits einen Angriff auf feindliche. Stuka startet mit dem Angriff auf den Feind. Ja, gut. Basis hatte. Ein MG42-Trupp ist bereit. Ich teste gerade Sachen aus. Ja, mit der Doppel habe ich noch nie gespielt. Oh fuck, jetzt fangen jetzt wo Sachen stellen. Ich dachte, was richtig zu. Ich muss Doktrine auswählen. Nee. Oh, wer kommt denn da jetzt? Oh. Nee, nicht wieder T34. Iron ist traumatisiert. Noch nicht. Jetzt gleich, aber. Ja, ich hab deine Flagge am Kette, die räumt da auf. Ja, okay, gut, dann zieh ich dich jetzt zurück und du machst dann den Rest. Ja, easy. Ja. Gehört dir. Ja, Panzer 4, Panzer 4 und die Ostfront gehört dir. Feuer. Bam. Ich finde, halt die haben alle die Panzer viel mit den Seitenschürzen. Die sehen viel cooler aus als man. Kriegst du keine Seitenschürzen, wenn du wettest? Nee, ich krieg Panzer 4 mit Seitenschürzen erst im T4. Ah, okay. Welche Version? H oder Dings? Jetzt habe ich G und später habe ich dann, glaube ich, H oder J. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, J müsste es sein. Naja, immerhin nicht Version D oder so. Ja. Die D kann ich auch bauen. Die F1 war das. Oh, neue T34 Panzer machen uns große Sorgen. So, ich hab die hier gerade eine KW1 abgeschossen. Eine Lüge? Das ist keine Lüge. Das ist die Wahrheit. Ja. The truth, all the truth, and nothing but the truth. Wie war das? Ja, sowas. Ja, nimm mal den Scheiß ernst, ja, was willst du denn, komm her? Boah, ey, wie viel Panzer hat denn der Russe, ey? Ist ja fast realistisch. Wie ein Kind denn da rechts? Kind, du wusstest deine Panzer. Hä? Die sind die ganze Zeit da. Ja, der hat hier ein T34, da war ein KW. Hier hinten ein KW. Hier sind schon zwei abgeschossene T34. Oh, scheiße. Also. U87 jagt die Panzer. Ja, ich hab hier was Schönes stehen. Wir
Wir haben einen Panzer verloren. Tja, mein werter Kollege kann meine Flagge. Also wie viel Panzerspann hätte der Briten da schon hochgezogen? Ja, das ist egal. Du kannst einfach auf Schießbefehl, also auf dieses Angriffsmarsch gehen, dann direkt draufklicken. Achtung, deine Flak halt, Gelder, da kommen KW-Panzer. Einiger KW-Panzer. Allgemeiner Rückzug. Bei dir? Ja, ich hab da Panzer, aber gleich erst. Das dauert noch. Ich schick dir einen Tiger rüber. Nee, Infanterie, Panzerfaust regelt. Brauch keinen Tiger, der. Nee. Ich schick dir einen Tiger. Ein Panther wurde uns vom Vaterland geschickt. Ha! Da kommt die erste Reserve. Ich schick dir einen Tiger, das reicht. Besser wird's heute nicht. Wir haben einen Trupp verloren. Sperrstunde, letzte Bestellung. Ich bestelle einen Tiger. Einmal Tiger zum Mitnehmen, bitte. Ja, der hält das schon aus hier, der Brummbär. Der macht das. Ja, die KW-Panzer haben ja auch keine Bewaffnung wirklich, ne? Ja, die haben keine Bewaffnung, aber eine dicke Panzerung. Ja, das macht die halt gefährlich, ne? So, jetzt machen wir sie kalt. Infanterie vor so wen? Faust! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Zum Glück habe ich den weggehauen. Gute Ohren. Oh, mein armer Brummbär, du. Muss du ordentlich einstecken. Du kannst den Tiger wieder abziehen. Die Krise jetzt ist gemeistert. Jetzt ist er schon darüber gefahren, jetzt bleibt er auch hier. Der Tiger wohnt jetzt hier. Ich habe kaum Einheiten, nur 90 Popcap, ey. Das ist echt Struggle on the Frontline. 119. Hier steht irgendwas Böses, das hat gerade richtig reingeorgelt. Warum habe ich 200 und dir nur 70? Wann kommt denn der Uhu? Was, Churchills? Mein Beileid. Yes! Yes! Seit ich erstmal die Panzer gerade 40-43, um die Churchill zu knacken, ansonsten komme ich da nicht durch. Churchill OP, please, ne? Ja, die Tiger sind dann doch nicht ganz so durch. Ich brauche kein Uhu, aber in der Mitte wird trotzdem einer. Da kommt der T-34. Ich krieg die Churchills nicht kaputt. Boah, wer ist denn das? Ach, du bist das, der so massiv auffährt da. In der Mitte, oder was? Ja. Ja. Hurra, da kommen sie. Da kommen sie, hurra. Ja, die Churchills, die zerreißen mich gerade so ein
bisschen. Ja. Ja. So, ja, die Churchill zerreißen mich gerade so ein bisschen. Das war kein Churchill. Und dann? Das war die britische, warte, 5,5 Inch Medium Gun Part 3. Stabil. Briten und Peptis, ne? Aber schön, dass das Ding so ganz knapp an deinem Panzerbock reinkriegt. Ja, Fuchs. Ich hab dich schon innerlich denken hören. Ja, ja, scheiß deutsche schwere Panzer, die sind alle OP. Ja, stimmt's oder hab ich recht? Oha. Oha. Wie das pauschalisiert wird. Alle, weißt du? Wenn er gesagt, die Ostdeutsche, ich verstanden, aber alle. Aua, das war teuer. Was hab ich da? Oh na, oh, das war teuer. Die Katusha hat weh getan. Aua. Ey. Ey, Sepp. Stuka-Bomber aufgetankt. Oh, okay. Oh, das hat weh getan. Das war eine gute Katusha, du. Kannst du den Uwe woanders hinstellen, bitte? Wo denn? Ja, hier oder so. Aber da, wo er steht, ist echt blöd. Wieso? Deswegen. Halbkettenfahrzeug ist eingetroffen. Ach so, ja. Das lockt so. Das ja geradezu an, weißt du? Ja, ja. Abstand, Abstand. Aufklärungsflug einsatzbereit. Alter, wie weit geht der U? Ja. Schon so ein bisschen. 12 Meter. Stuka bereit, einen Angriff auf feindliche Truppen zu fliegen. Ja, der geht gefühlt. Habe ich erst auf den Panther verloren? Was ist denn hier passiert? Spielst du jetzt eigentlich Dings? Wie heißt's hier? Amerikaner oder Briten, ne? Ja, ich hab noch nicht mal Munition und Panzer zu bauen. Mir fehlt Munition und nicht. Zurück zur Basis. Nicht Treibstoff. Ja, aber du stimmst jetzt nicht. Also ich habe 2500 Munition. Ich habe auch 3000 übrig. 3000 habe ich übrig. Ich gehe auf Dings sogar. Ich gehe vielleicht sogar auf T4, weil ich habe jetzt auch schon 3000 Munition übrig. Aber ich sehe, dass die Russen da unten wieder auffahren. Und ich weiß nicht, ob ich das alles verputzen kann. Da platzt schon wieder der nächste russische LKW. Claude, kannst du den hier wieder besetzen oder soll ich ihn zerstören? Was? Mach ich. Machst du? Okay. Ja, mach ich helfe dir ja gerade, weil ich sehe, dass du ein bisschen zerstört. Du musst aggressive russische Aufklärung machen. Ja, das mach ich jetzt auch. Dafür, nee, warum habt ihr das gesagt? Gib mir auch noch Tipps. Ja, sorry, das kommt aus. Aus dem Herzen. Wie hättest du es gerne? Infanterie, Ansturm oder Panzer? Aber wir sind natürlich jetzt schlecht gelaufen. Ich hoffe halt. Okay, es wird keine Auswirkungen haben. Glück gehabt. Bam, bam. Hey. Ja, die Stuka habe ich da gerade reingewämmt. Ja, ich hatte gerade die gerade die Fähigkeit reingesetzt vom KT. Panzerabwehrunterstützung durch Stuka auf Patrouille. Der Krieger voll daneben. Ah, und das ist die Basis-Adre hier. Oder Fuchs? Nee. Nicht? Das ist zwar. Alter, wie viel Panzer kommen denn da? Ich brauch Pack. T-34 genügt ab. Bam! Der T-34 da vorne fährt auf jeden Fall nirgendwo, man. Ich brauche nur ein bisschen Aufklärung. Deswegen schickst du eine ganze Panzerbrigade vor. Alter. Ja, die müssen auch länger überleben als ein Schuss. Komm. Panzer oder so. Aber die Panther sind voll getarnt, oder? Ich finde, der Skin ist super. Das geht aber gar nicht. Komm.
Ist Fuchs überhaupt da? Oh no. Ich bin da. Ja, Fuchs ist da. Das Problem ist, der scheiß KT von Sepp. Ja, der ist schon nice. Der kostet mich nicht nur 1500 Manpower. Oh, ich hab Katjuscha, schnell weglaufen. Ja, Claude, wir wissen das jetzt hier mit dem mit deinem Key hier. Nicht sein, meine Pioniere! Und so. Jetzt bin ich dran. Konterfeuer. Jetzt bin ich dran. Was ist das für Art der Regifuchs da? Ein Infanterie wurde gerade getötet. Tod statt Rückzug. Ein Panzer ja. Wurde uns vom Vaterland geschickt. Ah, da was ist denn das für eine Panzerfront da? Was für eine Panzerfront? Also ich spiele gerade die Panzerschlacht von Burst nach. Ja. Aua! Ah, scheiße. Unterstützung durch Stucker. Was ist das? Warum kriegt man auszuschalten? Mein ihr ist so heftig Damage. Durch den Panther. Jetzt willst du mich aber verarschen. Jetzt willst du mich aber verarschen. Panther und ihr ist 2 knackt. Ja. Ja. Das ist so. Ihr ist 2 hat nicht viel Panzerung. Der ist halt sehr angeschlägt, aber nicht optimal. Ja, doch, die ist. Ich hab hier frei haben, so die ganze Menge rausgebeult. Ja, das Ding ist aber, die ist 2 schon gut. Also, das ist schon so das Beste, was die, gegen was die Deutschen so gekämpft haben. Panzertechnisch. Ja. Die hatten sogar die Anweisung gehabt, dass die, selbst mit Königstigern, die IS-2 nicht alleine angreifen, sondern abwarten. Weil das Problem war, dass der Königstiger zu dem Zeitpunkt. Oh, als die Deutschen schon wichtige Verbundmaterialien nicht mehr hatten. Deshalb die deutsche Panzerung stark nachgelassen hat von der Qualität her. Zu dem Zeitpunkt. Gute alte Feldwerkstatt. Der Königsjäger, so ein Problem, ne? Oh, ich komme da gar nicht hin. Scheiße! Shit, einer unserer Panzer wurde zerstört. Die essen echt Probleme. Stuka wird Unterstützung aus der Luft geben. Ja, der kommt instant mit 5 auf Zelt. Wenn ich den durchdrück, den rufe, ja. Und der hat eine Artillerie-Fähigkeit. Ah, yes, here we go again, sag ich dann nur so. Und los geht's! Ja, der Führungspanzer hat abgeschossen, alles andere bleibt stehen. Die Kette ist. Arsch. Oh nein, da kommen sie wieder. Blobweise. Ich hab keine Lust zu micromanagen. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Warum schießt das Flugzeug genau dahin, wo ich meine Einheiten hingestellt hatte? Hab ich überhaupt was gegen den KT, ne, oder? Du bist Russe, oder? Ja. Ja, hast du. Oh, das tut jetzt weh. Oh, oh. Oh, immer die Wetttruppen gerettet. Okay, Rückzug. Das ist. Alter, hier ist so ein. Fuck! So ein Churchill-Spam. Was ist ein Churchill-Spam? Ach, der hält das alles. Der hält alles aus, Claude. Alles easy. Was
rein zufällig ein bisschen Bums gemacht. Ja. Achtung, feindliche Einheit. Oberstleutnant zu Ihren Diensten. Ich erwarte Ihre Befehle, Herr Kommandant. Ju-87 bereit zum Panzerknacken. Ich habe ihn jetzt erst die Hälfte von seinem winzigen Leben abgezogen. Hier ist ein Isu. Stuka startet den Bombenabwurf. Hier ist eine Feldmatratze. Eine Feldmatratze ist ja was anderes. Hier ist eine Isu. Hier ist eine Feldmatratze. Das ist eine Luftmatratze. Das ist Luxemburg. Das Landmatratze heißt die Feldmatratze. Nee, das ist eine Luftmatratze. Landmatratze? Ja, die heißt Landmatratze. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist halt britisch. Das wissen die Götter allein, ja. Der hat den KT abgeschossen, seit wann? Oder ist ein alter? Kann das mir jemand erklären? Panzerabwehrunterstützung durch Stuka auf dem Weg zum Ziel. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Also bei mir kommen sie jetzt mit einem Hardcore-Panzer auf dem Boot und wollen uns auf dem Feld rollen. Ja, bei mir auch. Und das ist alle dritten gerade. Verloren. Aber gleich ist Abhilfe da. Okay. Ja, Leute, ich muss dann wohl doch noch auf C4 gehen und Dings bauen. Schlag versetzt. Ja, deine Einnahmen sind eingebrochen dadurch wahrscheinlich, ne? Okay. Ich sag mal so, Applaus für Irons Panzer 4. Der hat gerade ein IS-2 geknackt. Ja, wenn du auch um 12 Meter ranfährst. Ja. Nennt sich sehr wahrscheinlich Kadusha. Also, weil ich so viel Fahrzeug habe. Das Problem ist, die ganze Aufklärung von uns, die verbraucht halt richtig viel. Oh fuck. Man hat uns frische Panzergrenadiere zugeteilt. Na, du Kacke. Das war's mit meinem schweren Panzer. Tapfere Infanterie fällt. Vorwärts, Marsch! Halt. Zurück zur Basis, sofort! Stuka startet mit dem Angriff auf den Feind. Unterwegs zur Zielposition. Fuchs, hast du Artillerie oder so? Oder das? Gibt's noch irgendwo ein Uhu jetzt? Ernsthaft? Ich hab irgendwie 10 Stück von den Dingern oder so. Alter, also, du brauchst du keinen, ich könnte mir selber Aufklärung fliegen. Du kannst dir selber Aufklärung fliegen. Ich kann mir selber Aufklärung fliegen, ja. Ja, dann werde ich deinen noch nicht ersetzen. Ein MG-Truppen erwartet Befehle. Oberstleutnant zu Ihren Diensten. Ach, der Königstiger hat den noch geschossen. Lassen. Na, Sigi! Na, du hast schon zwei König KTs auf dem Feld. Nice. Hey, bei Shit.
Hä? Panzer 4 bereit. Ja, sind unterwegs. Ja, da. Ist irgendwas? Panzer 4 wechselt Einsatzgebiet. Schluss mit dem Scheißen. Los! Stuka Angriffsflug startbereit. Ein Flakpanzer ist eingetroffen. Fertig. Springst du gerade deine eigenen Geschütze? Ja, muss ich. Bauen? Weil ich es nicht nutzen kann. Feindes anfallen? Es ist voll gewesen, ich kann diesen Angriff nicht nutzen. Ich habe Munition, ich habe alles. Und das bricht mir hier gerade irgendwo auf meiner Front das Genick. Ich habe noch eine Bad Panzer Crew über. Aber kein Panzer mehr, wie schlecht. Ja, das Game ist vorbei. Also ich kann nichts mehr machen. Meiner Meinung nach. Aber den Bug hatte ich auch schon mal bei den Deutschen gehabt. Das ist nämlich auch so, wenn du die leichte Feldhaubitze 18 mit einer bestimmten Doktrin auswählst und die auf Wert 5 geht, dann kannst du die nicht mehr einsetzen. Ja, bei mir war gerade auch auf. Ja, nein, ja. Der Panther hat einfach schon eine weitere Reichweite als der ISO. Und ein ISO. Der Feind bringt uns Verluste bei. Zwei sind so brutal. Ja, die sind gut gepanzert und haben eine saumäßig gute Bewaffnung. Ja, bloß dass ich mittlerweile an meiner Fabrik mit meinen Panzern anstehen kann. Mit der Ease. Ja, also mit ja, die deutschen Panzer ist das auch besser. Nee, und die ISO. Und der IS-2 wird einfach. Die ISO wird auch schon mittlerweile outrange. Ja, die. Ja, gut, aber der IS-2 ist eigentlich die Lösung. Weil das Ding ist, mit dem IS-2 hast du eine gute Panzerung und eine gute Range. Das heißt, du kannst meistens zumindest. Schaffst du es, in Schussreichweite zu kommen. Und wenn ja, du. Plus ist bei mir der IS-2 von der Outrange. Oh. Wie hast du mein KT getötet? Oh mein Gott, endlich! Oh! Ein Selbstartilleriefahrzeug. Was? Mit einer Artillerie. Eine fette Artillerie. Ja, liebe. Das erste Mal ist bewegungsunfähig. Immer mit dem ersten Schuss bewegungsunfähig. Außerdem habe ich auf die Seite geschossen, deswegen. Weil wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich kriege hier via Kommandogruppen zu meinen Lastensegler. Die sind einfach out of map. Wie out of map?
Ja, die werden nicht gespawnt, die werden mir oben als Bevölkerungscap angezeigt. Wo, achso, wo hast du die denn hingesetzt? Die kommen mit den Segelfliegern. Ja, ich weiß, bei mir hat das nicht ein einziges Mal gebackt, deswegen frage ich, wo du die hingesetzt hast. Nicht, dass die aus der Map rausgeglitscht sind. Nein, direkt auf dem Feld. Ja. Ohne eigentlich. Naja, ich glaub's dir. Ja, also. Jetzt wird's peinlich. Wenn der Panzer 4 den ISO knackt. Ja, das gibt's manchmal. Mein Königstiger wurde doch auch vorhin von irgendeiner 6-5 oder sowas abgeschossen. Also. Ja. Nein, dein Königstiger wurde von einer überschweren, von einem überschweren Artilleriegeschütz. Luftunterstützung. Ja, dann mag ich nichts gesagt haben. Also ich muss sagen, da ich jetzt nicht auf überschwere Panzer setze, sondern auf mittelschwere Panzer, macht es eigentlich Spaß mit dem Panzergefecht. Weil die IS halt immer noch eine Gefahr. Aua. Aua, was war das denn? Nee, Rigo. Mein Spiel ist gecrashed. Nein! Oh, ich wollte gerade nicht der Sieg. Scheiße. Der Sieg ist auch drin, Leute. Jetzt los! Gegen alle. Jetzt, wo die KI spielt. Dein Ernst? Ja, nee. Der jetzt rückt einfach alles.